Ja, servus und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Anführungszeichen Farmvlog. Ja, das ist jetzt der zweite und wir haben eine neue Maschine. Wir haben eine neue alte Maschine, beziehungsweise wir haben vielleicht in dieser Folge zwei neue alte Maschinen. Die erste, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Die meisten von euch haben sie schon erahnt. Ich habe sie auch schon im Discord ein Bild gezeigt. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich mir was gekauft habe. Und die meisten haben es ja dann vermutet, dass es ein Wender ist. Es ist ein Heuwender. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal die Kamera drehen, können Sie hier sehen, es ist ein originaler Fahr. Und da können Sie jetzt auch sehen, ein KH2. Jawohl, ein Fahr KH2, zwei Kreisel, ein sehr, sehr kleines Gerätchen. Ist natürlich absolut für den Kramer, der ist damit ein bisschen überfordert. Nein, also der ist kaum so breit wie der Kramer. Hat nicht viel mehr Arbeitsbreite wie der Gabelwender. Ist aber natürlich für das, was ich mache, absolut ausreichend. Da braucht man jetzt keine vier Kreisel. Und der läuft ein bisschen schöner hinterher, weil er halt nur die zwei Rädchen hat. Und wenn die vier Kreisel, die nach hinten rausklappen, die haben ja dann vier Rädchen und die schwenken dann immer so ein bisschen hin und her und wackeln und das ist nicht ganz so ideal. Der läuft schön hinterher. Ich wollte ursprünglich eigentlich was für einen Dreipunkt, dass ich eben bei der längeren Strecke auch nicht die Wackelprobleme habe. Ich kenne das halt von früher mit unseren Heuwindern immer auf der Straße. Da kommt man halt immer nur sehr langsam voran, weil eben die anfangen, das Flinkern und Wackeln und so. Jedenfalls, jetzt habe ich so einen. Der läuft natürlich auch wunderschön hinterher. Man muss aber natürlich trotzdem aufpassen bei Schlaglöchern und so weiter, dass er nicht allzu sehr hüpft, dass man nicht irgendwas kaputt macht. Es ist jetzt hier, wie gesagt, ein Fahr KHZ2. KHZ, nicht KHZ, KH2. Und ihr seht das hier. Er hat eigentlich in den Zinken relativ wenig Spiel. Das geht eigentlich relativ gut, der ist in einem guten Zustand. Das Einzige, was ein bisschen negativ ist, ist das hier. Da könnt ihr sehen, da hat er so ein bisschen Spiel. Und das andere ist, dass wir hier unten in den Rädern, in den Lagern auch so ein bisschen Spiel haben. Ansonsten ist er in einem sehr schönen guten Zustand. Ihr seht das auch nicht wirklich arg rostig, sondern schön. Da kommt noch ein bisschen die Originalfarbe drunter vor überall. Und da sieht man auch hier überall Fett und so. Der wurde also im Laufe der Zeit vermutlich schon ein bisschen gewartet. Ne? Ich habe da jetzt natürlich einen Haufen Fett reingepumpt, der war schon relativ leer. Aber zumindest wurde der jetzt nicht schon seit 30 Jahren draußen stehen gelassen und ohne Fett gefahren oder sowas. Sowas gibt es ja dann auch. Hier in das Getriebe habe ich noch nicht reingeguckt, ob da noch Öl drin ist. Es läuft aber schön leise, also nehme ich mal an, dass da Öl drin ist. Werde ich aber dann auch nach der Heuernte jetzt mal Ölwechsel machen, beziehungsweise mal reingucken. Und natürlich haben wir hier auch eine schöne Zapfwelle dazu bekommen. Ja, das ist hier die originale Zapfwelle. Damit hinten dem Überlastsicherung und so ist auch die Zapfwelle ist in einem Top-Zustand. Die hat hier überhaupt kein Spiel, nicht das geringste, gar kein Wackeln. Ist von daher eine gute Maschine, alles in allem. Und wir hatten auch schon den ersten Einsatz, weil wir nämlich Heu gemäht haben. Wir haben nämlich Heu gemäht, aber wir haben jetzt hier ein paar warme Tage und ich habe gedacht, jetzt muss ich gucken, dass ich das von Zeck kriege. Die andere Wiese, die kleine. Und das haben wir hingemäht. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal ganz kurz Film ab für das Mähen und dann kommen wir wieder und dann werden wir mal rausgehen, werden den Kramer schlotten, werden die Wände anhängen und werden noch eine Runde wenden gehen. Genau, so machen wir das. Ja, bis gleich.
kleinen Abfahrt, Mike Made, und jetzt stoppt es da oben. Jetzt sind wir hier drüben beim Gramaner, hier ist er. Und ja, wir machen jetzt erstmal den Sprithahn auf, pumpen hier ein bisschen vor. Und ja, das Problem, was wir hier natürlich nach wie vor haben, sind die Staubprobleme. Die habe ich noch nicht beheben können. Ich habe jetzt hier mal oben die, ich habe jetzt hier oben die beiden Einspritzdüsen hier mal rausgemacht und habe bei beiden das Sprühbild kontrolliert. Und die sind beide in Ordnung.
Die haben 59 eingespritzt, die beiden habe ich nicht rausgemacht, da kommt man schwieriger dran und war dann auch ein bisschen Zeitdruck. Ich wollte einfach nochmal gucken. Ich habe so ein bisschen im Verdacht, dass doch die Glühkerzen problematisch sind. Ich habe es jetzt aber noch nicht rausgemacht, weil ich, egal ob ich vorglühe oder nicht vorglühe, er springt immer schlecht an. Kann natürlich nichts damit zu tun haben, ne, weil er hat ja vorher auch schlecht angesprungen, bevor ich die Einspritzdüsen gemacht habe. Aber es könnte tatsächlich vom Fehlerbild schon sein, dass er nicht, dass die Glühkerzen irgendwie nicht mehr so gut glühen wie gleich am Anfang. Wobei das ja nagelneu sind. Ne? Die sind ja vom Vorbesitzer nagelneu reingekommen. Ja, ansonsten habe ich auch so, dass er generell ein bisschen unrund läuft und ein bisschen stottert manchmal. Stottern in dem Sinn nicht, sondern wie so Fehlzündung. Na, manchmal zündet ein Zylinder einfach nicht, dass er nur auf 3 läuft. Und dann kommt halt so eine kleine Wolke oben raus. Und ja, das würde natürlich wiederum für Spritzprobleme eventuell hindeuten. Wie gesagt, ich habe an sich keine Leistungsprobleme, Berg hochfahren und so weiter ist überhaupt gar kein Problem. Gasannahme ist auch alles perfekt. Aber ab und zu ist es einfach so, dass eine Einspritzdüse nicht richtig einspritzt oder ein Zylinder nicht richtig verbrennt. Und dann kommt dann so ein bisschen eine Wolke oben raus und man hört das ja auch, dass er ein ganz klein bisschen unrund dann läuft und auch im Leerlauf und so. Irgendwas ist da noch nicht so ganz richtig. Und ich denke mal, der ursprüngliche Plan, den ich hatte, dass ich sowieso hier diese Vorpumpe hier, die möchte ich definitiv austauschen, weil ich habe jetzt hier den Sprithahn über Nacht vergessen aufzumachen. Und wenn man jetzt hier hinguckt, da sieht man hier so ein bisschen dieselfeucht. Ne, da ist hier die ist ein bisschen undicht. Nicht so viel, aber die ist ein bisschen undicht. Und ich habe halt Angst, dass die auch nach innen hin undicht ist, dass da eventuell ein Diesel in Öl kommt. Und das wollen wir nicht, deswegen mache ich da eine neue Vorpumpe rein. Muss ich dann demnächst mal bestellen. Problem ist, dass hier die Leitungen, glaube ich, bei der neuen sind irgendwie anders orientiert oder so. Und da muss ich hier ein bisschen rumbasteln, deswegen habe ich mich da bisher noch davor gedrückt. Weil ich das dann hier auch alles gleich ein bisschen anders machen muss. Dann ist ja so, dass hier ist ein Filter drin in der Einspritzpumpe, so ein ganz kleiner Feinsiebfilter, hier unter dieser Schraube. Den habe ich schon neu gemacht, ganz am Anfang, aber vielleicht hat sich ja irgendwo noch Dreck befunden und dahin gesetzt. Also da muss ich auch nochmal aufmachen und gucken. Und natürlich möchte ich den Dieselfilter mal aufmachen und gucken und am besten gleich austauschen, muss ich auch gleich einen neuen bestellen. Und ja, einfach mal hier die Leitungen nochmal durchpusten, falls irgendwo nicht, dass noch irgendwo Dreck drin ist. Und dann mal gucken, ob es dann besser wird. Wie gesagt, es könnte ja durchaus sein, dass die Vorpumpe ein Problem hat und dass die einfach nicht mehr so die Leistung bringt. Das ist auch so, ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn ich hier so ein paar Mal pumpe, jetzt geht gar nichts mehr. Ne? Jetzt ist quasi, pumpt nicht mehr, wenn ich jetzt hier eine Weile warte. Ich habe gerade eben, wo ich angemacht habe, ich auch gepumpt. Wenn ich jetzt eine Weile warte, jetzt konnte ich wieder ganz unten, ne, die letzte, ja, ihr seht es, jetzt geht es hier ganz leicht ganz runter, gar kein Problem. Und jetzt warte ich einen Moment. Und jetzt hat es hier unten wieder ganz klein bisschen gepumpt und je länger ich warte, desto mehr kann ich da wieder pumpen. Wenn ich jetzt hier ein paar Minuten warte, dann kann ich wieder den vollen Weg pumpen quasi, wo man merkt, dass er Widerstand ist. Jetzt ist gar kein Widerstand und wie gesagt, wenn ich eine Minute warte, dann ist wieder Widerstand. Also irgendwie ist das mit der, ich weiß nicht, ob das normal ist mit der Pumpe. Eigentlich müsste ich ja meinen, man drückt quasi, innen ist ja so eine Membran, man drückt die hoch und die müsste ja echt, da ist eine Feder drin, die müsste eigentlich gleich wieder runterkommen. Weiß ich nicht, ob das normal ist, ne? Weil vielleicht ist auch dann irgendwie Unterdruck im System und sie kommt dann nicht mehr runter. Nicht sicher. Habe auch schon den Deckel im Verdacht gehabt, aber wenn ich den aufmache, ändert hier unten nichts. Na, dann geht die genauso leer. Also von daher weiß ich das nicht so genau. Aber vielleicht ist es ja normal. Ich hatte noch nie einen Schlepper mit so einer Pumpe. Können die mir vielleicht eventuell sagen. So, jetzt werden wir es mal probieren, dass wir die Kiste ankriegen. Und ja, das machen wir mal.
So, jetzt sind wir einsatzbereit. Aber wie ich euch schon gesagt habe, wir haben den schon mal eingesetzt, und zwar gestern. Dann bin ich gestern Morgen gemäht, dann gestern Vormittag, und haben dann schon zweimal gewendet, direkt nach dem Mähen. Und dann gestern Abend nochmal. Das heißt, das ist das dritte Mähen, Wenden. Wir haben es jetzt ungefähr kurz vor 12 mittags. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen jetzt erstmal die Szenen von gestern. Die blende ich euch jetzt ein. Vom allerersten Versuch mit dem Wender. Und dann melden wir uns wieder zurück zum neuen Wenden. So machen wir das. Viel Spaß mit den Szenen von gestern.
jetzt sind wir hier draußen angekommen. Und ja, so schaut es jetzt im Moment aus. Machen wir einen kleinen Überblick. Ne? So, da ist die kleine Wiese. Wie gesagt, sind um die 1000 Quadratmeter, was wir jetzt hier hingemäht haben. Und ja, ne, das ist da, wo ich das Heu hingeschmissen habe. So sieht das jetzt aus. Das war ein richtig hoher Berg, jetzt ist ein bisschen zusammengefallen. Und ja, so sieht das jetzt hier aus. Und ihr seht, hier ist der Bewuchs ist nicht arg hier. Ne? Das ist relativ feines, kleines, ne? Das ist wie Öm im Grunde. Und ne, es ist jetzt eigentlich schon ganz gut angetrocknet. Es riecht auch sehr schön. Und ja, ist natürlich noch lang kein Heu, aber ne, es wäre jetzt die Silage oder sowas. Ja, hier in der Mitte, das ist ganz gut. Hier am Rand, da sind so ein bisschen stängeligeres Gras und das ist auch, ne, ihr seht das ja, da kommt Schatten hin. Das ist nicht so ideal, deswegen werden wir wahrscheinlich dann gegen später hier noch von der Mitte, vom Rand hier was in die Mitte reinschmeißen, weil da liegt es relativ dünn. Und was man auch sehen kann, hinten am Rand, da ist so ein bisschen strohig. Da ist auch wieder stängeligeres Zeug. Ja, jetzt machen wir das mal. Ne? Den müssen wir hier die Räder nach vorne klappen. Habt ihr ja gerade wahrscheinlich schon gesehen. Vom gestrigen Video und na, dann hier runterdrehen, bis es passt und dann legen wir los. Tja, da haben wir das erste Malheur. Akku ist auch so gut wie der, aber ich hoffe, ich kann euch das mal noch ganz kurz zeigen. Ja, hier ist so eine Bodenwelle. Und ja, da hat er dann vorne mit den Zinken hängen geblieben. Und den hier hat es abgerissen. Da ist da unten die Schraube durch und hier ist die Schraube hier abgekracht. Na, der ist jetzt hier los und dann kann der hier hoch. Und ist dann hier so, hier da so rein. So, und dann hat das Teil geklemmt. Ja, ich glaube, sonst ist noch alles in Ordnung. Aber na, zum Glück hat man eine Rutschkupplung. Ja, jetzt muss ich gucken, ob ich den Zinken hier irgendwie wegmache und ob ich damit drei Zinken von uns fertig wende. Oder wie ich das mache. Oder ob ich direkt wieder heimfahre. Ja, das ist hier mit dieser Bodenwelle ein bisschen blöd. Ihr könnt es ja sehen, die ist hier quasi. Und da haut das hier dann jetzt voll dagegen, obwohl ich den schon ein bisschen hochgedreht habe. Ja. Ja, ich habe den nicht abgeschraubt gekriegt von Hand und jetzt habe ich den Rest von der Wiese vorhin von Hand gewendet, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sich so eine Schraube wieder fällt. Auch nicht daheim rumliegen habe. Und ja, das muss ja gewendet werden. Das will ich ja hier eben vor uns von Hand durch. War ja nur noch die Hälfte der Wiese. Das ging schon in etwa. Und ja, jetzt machen wir uns wieder auf den Heimweg. Jetzt, wo warm ist, ist ja gar kein Problem anzuspringen. Muss man nicht mal vorglühen. Einfach nur anmachen.
Ja, so ist das. So, Akku ist ja auch leer. Also verabschieden wir an dieser Stelle und wir sehen uns dann später wieder. So, jetzt haben wir ein größeres Problem. Es fällt ja nicht nur die Schraube, sondern ist ja auch hier unten so ein Teil dran. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Sonne sehen könnt. Da ist auch so ein Teil dran, das eigentlich die Zinkfeste hat. Und das ist natürlich mit weggefallen. Und das habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe so ein bisschen im Gras gesucht, aber nichts gefunden. Ich müsste an der Stelle jetzt nochmal genauer gucken, ob ich das nochmal finde. Ansonsten müssen wir das nachbestellen. Gibt es ja mit Sicherheit alles noch zu kaufen für so einen alten Fahrwender. Das System wurde ja für Deutschland übernommen und so. Aber das habe ich jetzt natürlich nicht. Es ist natürlich doppelt blöd. Muss ich jetzt mal gucken, ob ich danach nochmal rüberfahre und da mal ein bisschen gruseln gehe. Ob ich das noch finde. Schauen wir mal. Und ich lege gleich nochmal los mit dem Wender. Bin mal gespannt, ob meine provisorische Konstruktion hält mit dem Holz. Ich werde auf jeden Fall einen Schraubenschlüssel mitnehmen zum Nachziehen. Und dann schauen wir einfach mal. Juhu, da bin ich wieder und wir machen Feierabend. Jawohl, wir haben es geschafft. Ich mache mir mal ganz kurz Licht an, dass wir auch mal sehen. Wir haben jetzt das zweite Mal gewendet und was soll ich sagen? Mein Provisorium hat gehalten, es hat nichts gewackelt. Ich hatte Befürchtungen, ich habe extra einen Schlüssel mitgenommen, weil ich dachte, das Holz gibt vielleicht ein bisschen nach, muss ich vielleicht ein bisschen nachziehen. Aber nö, hat gehalten, hat prima gehalten. Ja, die erste Provisoriumslösung, die ich gemacht habe, da habe ich die Holzmaserung falsch rum dran gehabt. Da hat es sich sofort gerissen beim Schrauben. Jetzt habe ich die Holzmaserung um 90 Grad gedreht an und es hält. Ist natürlich nur ein Provisorium. Ich werde es mal die richtigen bestellen. Ich musste nur selber erstmal gucken, was da genau dran ist. Und ja, ich hoffe mal, dass es morgen auch noch durchhält. Ich denke mal, dann noch morgens zweimal wenden und dann sind wir durch. Donnerstag dann heimtun. Schauen wir mal. Aber ich würde mal sagen, wir beenden dann die Folge an dieser Stelle. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sie, glaube ich, vielleicht schon lange genug geworden ist und es ein guter Punkt ist, um das Ganze zu beenden. Jo. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.